Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Viewfinder, wo wir in der letzten Folge alle Aufgaben in diesem Bereich hier Alter, was ist los mit mir? Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich absolviert oder abgeschlossen sagen will. Also sage ich einfach beides. Hey, okay, und ja, wir haben den Hub abgeschlossen und zwar den von Hiraya. Das heißt, wir reisen jetzt zum nächsten und ich gehe davon aus, warte mal, wo ist eigentlich die Winkelkatze, beziehungsweise Kate heißt die, ja? Ich nenne sie irgendwie immer Winkelkatze. Kommt als nächstes Mirren? Hieß sie Mirren? Ich glaube, die könnte als nächstes kommen, ne? Es gibt jetzt noch 1, 2, 3. Die Bonusaufgabe haben wir auch abgeschlossen. Allerdings habe ich in der Bonusaufgabe eigentlich was gefunden. Irgendeinen Gegenstand oder so. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Obwohl es erst 2 Stunden her ist, dass ich die Folge aufgenommen habe. So, wir wählen aus. Ah. Xi Liang heißt er, okay. The batteries, the teleporters, that's all thanks to his handiwork. Okay. Though, he wouldn't accept the compliment directly. Okay, er hat also hinter dem technischen Kram gesteckt. Okay, ich bin mal gespannt. Wir haben ja bis jetzt auch immer noch keinen Fotoapparat, ne? In der Demo hatten wir den ja relativ zügig. One step closer to solving an impossible question, right? Ja, hoffen wir es mal. Wir müssen ja irgendwie die Welt vom Untergehen retten. Denn der Klimawandel hat alles zerstört. Und das hier ist irgendwie unsere letzte Hoffnung in dieser Simulation, einen Ausweg zu finden, den wir dann in der echten Welt anwenden können. Und ich bin mal gespannt. Let's go. Das hier ist sowas wie eine Art Train Station immer. Wo wir landen. Das ist noch locked. Filterauswahl. Oh, okay. Aha, aha. Es wird interessant. Das ist alles noch gesperrt, ja. Ich gucke mich erstmal kurz um, bevor wir das erste Level suchen. Das hier ist das erste Level, alright. Information. Artificial Information Intelligence. Okay. Kann man von hier eigentlich sehen, wo wir herkommen? Ne, ich glaube nicht. Ich gehe mal einen Stock höher. Hier auch wieder Information. Oh, hier noch ein paar Batteries, ein bisschen Werkzeug. Okay, hier gibt es auf jeden Fall einige Level. Ah ja, das hat er ja sehr gern gespielt. Okay, und hier hat er ein bisschen gegessen. Ah, mein Auge juckt. Oh Gott, okay. Und das da sieht auch aus... Oh ne, das ist ein Buch. Ich wollte sagen, es sieht aus wie eine Fotokamera. Wegen den Farben, so eine alte, aber nein. Okay, also hier haben wir ein bisschen Technikram. Da kann ich mich draufsetzen? Bin ich hier hochgeklettert? Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehe noch einmal nach hier hinten um die Ecke luschern. Oh, hier hat er Sport gemacht. Hier ist dann auch nochmal ein Level. Ich kann mit den Bällen interagieren. Zumindest kann ich sie, wenn ich so gegenlaufe, bewegen. Hier könnte ich mich wieder hinsetzen. 1 Kilo. 5,5 Kilo. Hier hat er sich fit gehalten, der Gute. Ah, okay. Und wir verschwinden quasi. Jetzt muss ich mal eine dumme Sache ausprobieren. Okay, das schaffe ich nicht. Ah, okay, da hier werde ich sogar in diesen Areas werde ich sogar zurück teleportiert. Okay, gut, dann gehen wir ins erste Level. Ich will nicht zu viel hier an Zeit verschwenden. Wir haben uns einfach alles einmal angeguckt, ne? Weil das interessiert mich. Und jetzt kommen wir vielleicht... Mahjong-Plättchen 4. Okay. Hier lacht jemand. Jetzt kommen wir vielleicht der Kamera langsam ein bisschen näher, oder? Da ist die Katze. Ich gehe mal kurz hier rüber. Okay. Ich sehe schon... Wir müssen hier an den Strom ran. Damit wir die Brücke bilden können. Okay. Ah. So. Bisschen noch weg. Ne, bisschen ran. Ah, perfekt. Jetzt haben wir quasi hier hinten einen Weg gebildet, mit dem wir hier dran kommen. Optimal. Dann können wir hier einmal die Brücke erschaffen. So. Das funktioniert alles so schön perfekt. Wenn ich das immer selber mache, sieht das immer alles krumm und schepp aus. Ey, Katzi ist weg. Ich wollte da noch mit ihr reden.
Do you hear that? Ja, da schreit was. I hear singing. Ja, das habe ich auch eben gehört. I remember a celebration. Celebration? Well done. It's a shame things crumble over time. Hmm. Only, there's always someone here to fix it. First Celiane, now you. Thank you. Shall we go take a look? Ja, würde ich sagen, oder? Der war also nochmal hier, um Sachen zu reparieren. Verstehe ich das richtig? Okay, erstmal Katze streicheln. Wichtig. Die Arme ist ja immer in dieser Welt hier gefangen. Deswegen streiche ich sie einfach nochmal. Sie ist aber auch putzig. Er hat ja gut gegessen und schon wieder diese Yeezys hier. Was höre ich da für komische Geräusche? Oh, erstmal kurz ausruhen. Ach, mal kurz einfach hier genießen. So, hier gibt es aber nichts. Okay, wir brauchen noch 2 Batterien. Na, du da oben. Wir brauchen 2 Batterien. Okay, und hier gibt es erstmal was zum Anhören. Und ein Foto. Ich bin mal auf seine Stimme gespannt. Am Ende ist es eine Frau, wart's ab. Ist es incredible? Nee, ist Mirren erstmal. Okay, ich dachte schon. Perfect shot. Too much of that can not be good for my health. Hi, Garwan Mungayon. It's your birthday. Hoi? No grumbling. Only eating and drinking and dancing. Lots of dancing. I even brought my guitar to play for you. That's a high honor, you know. Alright, alright. Happy birthday to me. That's more like it. Now, take a bow. Okay. An die Stimme muss ich mir noch kurz gewöhnen. Aber hiermit können wir aufräumen. Hiermit können wir aufräumen. Aber was würde das ändern, wenn wir es hier aufräumen? Ich will das mal versuchen hinzukriegen, dass das richtig gut aussieht. Na, perfekt ist es nicht, ne? Dream big. The camera without limits. Ich hab's ja gesagt. Können wir jetzt das einfach platzieren und uns die Kamera dann da rausholen? Das wäre natürlich geil. Aber erst müssen wir nochmal die Katze streicheln. Das wäre natürlich sehr praktisch. Oh, you found it. Tatsächlich. Camera, portable and with instant film to boot. A smart way to travel around here and a powerful way to store data. Ja. I can't wait to see how you use this. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. If I had thumbs. Okay, dann wissen wir ja, was wir jetzt damit machen müssen. Oh, das hier habe ich ein bisschen zerstört, upsie. Und zwar müssen wir ein paar Fotos von den Batterien machen. So. Und dann nochmal. Zack. Huch. Haben wir sogar eine Batterie zu viel. Was passiert, wenn ich die noch hier drauflege? Zu viel Energie. So, teleportieren. Habe ich sogar eine mehr als... Ach, das war schon das erste Level. Haben wir die Kamera jetzt immer? Also hier in der Welt habe ich ja in diesem Hub habe ich sie quasi nicht. Ah, guck mal hier. Wir haben 2 Bitraster und wir haben Graustufen. Wir haben Farbwechsel 2 und wir haben kalt und wir haben warm. Was ist, wenn ich das auswähle? Ich probiere das einfach mal. Was dann passiert? Das ist das nächste Level. Das ist quasi, wie die Fotos aussehen, glaube ich, oder? Ich schau mal. Ich werde es einfach mal... Ah, und guck mal, das Level hier kennen wir noch aus der Demo. Hier, ich erinnere mich. This camera physics thing that Mirren has proposed is gonna make me nauseous. Gravity exists for a reason. Ja, fühle ich. Fühle ich absolut. So, und deswegen machen wir hier von Foto. So. Jetzt haben wir das in 2-Bit. Okay, interessant. Gut, jetzt können wir das hier platzieren. War natürlich nicht ganz so smart von mir.
jetzt diesen 2-Bit-Modus auszuwählen, weil jetzt ist alles in 2-Bit. Ja, egal. Das Level haben wir ja damals in der Demo schon gespielt. Das geht relativ zügig. Ich wechsle das dann gleich. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? So. Und dann kommen wir hier direkt schon weg. An das Level kann ich mich erinnern. Und deswegen weiß ich grob, was ich machen muss. Oh, das Telefon klingelt aber wieder. Aber wo klingelt's? Oh, es klingelt da hinten. Hilfe, bauen wir eine Batterie für den? Nein. Das heißt, wir bauen eigentlich nur einen Weg. Nehmen wir einfach den, oder? Ja, muss ich aber so machen. Zack. Dann einmal so eine Brücke hier hin, oder? Okay, das funktioniert nicht. Zurückspulen. Ich hab mir irgendwie ein bisschen smarter vorgestellt. Ich könnte natürlich... Huch. Ja, warte mal, ich will noch weiter zurückspulen. Bevor ich das Foto gemacht habe. Dann mache ich einfach hiervon ein Foto. Und platziere das hier. Ach nee, das geht auch nicht. Den Sprung schaffe ich ja nicht mehr zurück jetzt. Hey, another voicemail. It's getting harder and harder to reach you. I hope you're doing well. I've been doing my best to track your movements. It's been difficult though. Possibly some sort of error on my part. I'm going to reach out again soon. Try to answer next time, if you can. Despite this mess, I know you'll be fine. Wenn ich schneller gewesen wäre, hätte ich den Anruf dann entgegennehmen können. Ich muss das Level eh nochmal neu starten. Okay, aber ich krieg trotzdem nicht... Ah doch! So, jetzt beeile ich mich einfach ganz doll. Ja, okay, das war nix. Das wird der Kamera gar nicht so einfach tatsächlich. Ich glaube, ich versuche... Soll ich versuchen, einen Weg hinzubauen? Ich finde es eigentlich gar nicht so dumm, das so zu machen. So, jetzt kann ich doch hier lang. Hopp, komm, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Hey, another voicemail. Okay, das zählt nicht. Ich müsste da hinten an das Telefon ran. Okay. Dann muss ich also einen Weg fotografieren. Damit ich den dann hier hinsetzen kann. Und dann versuchen, rechtzeitig ranzugehen. Ja. Nice, I got you. Was worried there for a second. It's getting harder and harder to reach you. I think the further you go in the simulation, the less connection we have. Okay. I'm hoping this is an error on my part, but I'm worried. Ich frage mich halt immer noch, wie kann ich draußen und in der Simulation sein? Look for a phone in the future. I might have news. Hope your exploration has been going well. Despite this mess. I'm sure you've got this. Wisst ihr, ich bin doch Jesse, also wie kann ich in der Simulation und draußen gleichzeitig sein? Denk nicht zu viel nach, Leon. Ja. Jetzt, wo wir so weit gekommen sind, muss ich darüber nachdenken, wie wir es hierher geschafft haben. Als wir mit dem Bau anfingen, war ich mir nicht sicher, was ich von Aharon halten soll. Ein Maler? Bei einem Projekt dieser Größenordnung? Ich gebe zu, ich hatte wirklich Bedenken, was er zu bieten hätte. Im Nachhinein kann man sich gar nicht vorstellen, was wir ohne ihn gemacht hätten. Ich treffe mich bald mit ihm, um einen neuen Bau zu besprechen. Nach einem langen Tag voller Entwürfen erstellter Baupläne gehe ich nochmal die Ziele durch, die ich anfangs festgelegt habe. Das gibt mir immer das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Schon verrückt, dass ich mit dem, an dem ich am meisten gezweifelt hatte, am besten zusammenarbeite. Tja. Ich hoffe, ich schaff's noch, aber ich müsste es, glaube ich, zurückschaffen. Hier haben wir sonst... Ansonsten da vielleicht lang? Nee, ne? Ich glaube, das klappt hier. Yes. Ja, habe ich doch perfekt gemacht. Was ist das? Gehen wir hier nochmal gucken, ob wir noch eine Notiz irgendwo finden. Nein! Oder irgendwo was versteckt ist, ein Magneten oder so, aber scheinbar nicht. Ich versuche natürlich alles mitzunehmen, was geht, aber wenn ich mal was verpasse, dann ist das auch nicht so dramatisch. So, da müssen wir jetzt noch rüber. Da möchte ich es mal eben so hier machen irgendwie. Müsste klappen, oder?
Und dann sind wir hier. Und dann schauen wir mal, hier noch irgendwo was versteckt liegt. Scheinbar nicht. Und dann stelle ich das gleich mal wieder um, wenn wir das Level geschafft haben. Das Level ist aber natürlich doch anders als in der Demo. Hast du auf mich gewartet, Kate? Damit ich dich streichel, gib's zu. Deswegen hast du gewartet. Ich kenne dich doch. Was ist das denn? Most elusive indeed. Was ist das denn? Was that the only reason you came here? Das denn? No bully. No bully. Was steht noch da? Nicht füttern? Okay, wofür ist das denn gut? Was macht der? Scannt der quasi... Ist wie so ein kleiner Roboter, ne? Wie ein kleiner Staubsauger meine ich. Wie ein kleiner Roboter, man kennt ihn. Doomed to bang into walls for all eternity. I can't help but laugh. Hours of entertainment packed into one lime green robot. Right. This is a reminder to patch a step climbing algorithm. After I get other work done. Mhm. Okay, das ist also das denn. Das sind Bücher, hier kann ich wieder hinsetzen. Ach, boah, warum ist die nicht mal was? Vielleicht, weil es nicht geht. Okay, was machen wir mit das denn? Das denn, ich nehme dich mal mit, ne? Nehm dich mal mit, vielleicht bist du ja noch nützlich. Was ist das? Kann ich da dran rumspielen? Nein. Das denn, komm her. Nehm dich mit. Wir brauchen dich bestimmt für irgendwas, ne? Das ist eine Sonnenbrille. Okay, kann ich aber nicht mitnehmen. Das denn ist ja bestimmt nicht ohne Grund hier. Er ist zwar nicht die Maschine, nach der wir gesucht haben, glaube ich. Aber er ist eine ganz besondere Maschine. Und deswegen sollten wir ihn mitnehmen. Aber hier geht es gar nicht weiter. Hopp. Wo müssen wir denn hin, Dustin? Achso, da fällt mir ein, ich habe ja auch die Kamera. Ah, wir müssen da hoch. Okay. Dann vielleicht... etwas wie eine Treppe hier abfotografieren. Huch. Zack. Damit könnten wir doch eigentlich hier hochgehen. Und nochmal die Katze streicheln. Fühlt sich ein bisschen albern an, dass hier drin eine Treppe ist. Hält einen auf Trab. Gefällt mir. Okay. Dann wollen wir mal. Oh, hier gibt es noch was zum Anhören. Ich bin... Das ist ein Keks. Oh, Mahjong-Steinchen müssen wir hier ja suchen. In dem Level. Oh, Bild aufheben. Okay. Überall seine Hanteln. Soll ich es einfach mal hier hin machen? Celian was always fond of games. Okay. Was können wir hier tun? Können wir da rein? Ja, um den Mahjong-Stein zu holen. Oh, ich hätte das quasi nach unten platzieren müssen, ne? Will ich nochmal kurz probieren. Wenn ich es quasi unter mich platziere hier. Und dann hätte ich so reinspringen können. Okay, cool. Nice. Gut, mach ich mal wieder hier einfach hin. Und hör mal. Did you nick my biscuit? Me? Also. Steal your biscuit? What sort of accusation aber wirklich. Is that? You did. Didn't you? I can always ask Kate, you know. Oh, all right. So what if I did? It was just sitting there going uneaten. It's not as if it could have gone cold. Oh, well, if you're gonna kick up a fuss... Kate, can you please run shortbread.exe for our esteemed colleague here? Biscuit thief. Okay. Ich wünschte, so einfach würde ich auch Kekse kriegen. Einfach eine Echse ran. Einfach eine Echse run und dann, zack, ist der Keks da. Und ich spare mir den ganzen Prozess, den zu backen. Aber was machen wir jetzt hier? Verstehe. So.
Mist, wie rum ist das richtig? Man erkennt es so schlecht. Okay, ich muss es nach unten machen, sonst funktioniert es nicht. Und zack. Ah, und jetzt sind wir hier, ne? Ja, wo ich so lange für gebraucht habe in der Beta. In der Beta, sag ich immer, in der Demo. Ja, dafür habe ich ewig gebraucht, aber jetzt weiß ich zum Glück noch, wie es geht, hoffe ich. Wir hören mal rein hier. Everything keeps breaking. You think in a simulation everything will find a way to maintain itself, but no. It's fine. Keeps me busy. Some peace and quiet. Mhm. Diesmal finden wir hier nicht diese drei Bilder, das heißt, diesmal funktioniert es anders. Wir können einmal... Wir kommen an die nicht dran, ne? Dann machen wir es einfach so. Nein, nein, das war nix. Machen wir es einfach so. Nein, stehen geblieben. Oh. Okay. Und dann können wir die schon mal rüberbringen. Kann ich da eigentlich drauf bouncen? Ist, glaube ich, nicht hoch genug. Ah, doch, doch, guck mal. Mist. Dann mache ich doch ein kleines Jump'n'Run draus. Ja, ich könnte einfach ein Foto machen, ich weiß das. Aber ich will wissen. Ach komm, das geht. Na komm. Einmal noch. Und nochmal. Okay, ich krieg's nicht runter. Huch. Dann eben nochmal den hier. Nein! Oh, ich bin so blöd. Ich mach den gleichen Fehler nochmal. Hopp. Entschuldigung. Zack. Und dann schmeißen wir die auch schnell rüber. Das war nix. Und dann machen wir einmal... Ja, was nehmen wir? Irgendein Weg. Müsste eigentlich funktionieren, wenn ich das so mache. Ernsthaft? Das war jetzt ein Witz. So. So geht's. Perfekt, dann räumen wir die Batterien hier rüber. Eins. Zwei. Gucken, ob hier noch ein Mahjong-Steinchen liegt, aber ich glaube nicht. Und dann. Auf geht's, raus hier. Did you know that scientists have to spend years developing a method before they're often allowed to share their work? Ja, das glaube ich gern. Was ich auch glaube, ist, dass wir uns hier jetzt am Ende dieser Folge befinden. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, die Glocke aktiviert, nein Moment, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Morgen 18 Uhr kommt die nächste Folge Viewfinder, würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer bei euch gerade ist. Genießt das hoffentlich noch schöne Wetter und macht's gut, bis morgen. Ciao.